meine Lieben und herzlich willkommen zum, haltet euch fest, tatsächlich letzten Tops und Flops Video in diesem Jahr. Ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht im Dezember keine Tops und Flops drehe. Okay, wir haben Dezember und ich drehe Tops und Flops, aber ihr wisst, was ich meine, dass ich halt keine Tops und Flops Dezember 2014 drehe, sondern einfach Jahresfavoriten. Also ihr könnt mir sehr gerne einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und ansonsten fange ich einfach mal an, euch mit den Produkten zu bombardieren, die ich diesen Monat gerne, beziehungsweise zwei davon nicht so gerne benutzt habe. Irgendwie hatte ich das Gefühl, es werden weniger sein, als es jetzt am Ende geworden sind. Aber irgendwie ist es immer so. Also ja, tolle Einleitung, wie immer. Im Oktober hatte ich euch erzählt, dass ich meine innere Britney Spears wiedergefunden habe. Wie es aussieht, habe ich im November meine innere Ariel entdeckt. Ich habe nämlich viel zu viel Zeit in der Badewanne verbracht und das liegt an diesem Badeschaum. Eigentlich ist es nicht einmal ein Badeschaum. Es steht Cremebad drauf. Aber lasst euch nicht täuschen, das Wasser schäumt trotzdem ein bisschen auf, wenn man es in die Badewanne kippt. Und die Geruchsrichtung ist Granatapfelmarone und es kommt von Dresdner Essenz. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es die Haut nochmal zusätzlich richtig gut pflegt, aber der Geruch war einfach toll und so herbstlich-winterlich. Das hat, finde ich, gepasst. Das nächste Teil, das ich euch gerne zeigen wollte, das ist der Foundation Stick von Maybelline aus der Fit Me-Reihe. Ich glaube, der heißt Anti-Shine Stick. Ja, ich habe ihn in der Farbe 120. Sehr, was heißt sehr gut? Ich glaube, es kommt sehr auf euren Hauttypen an. Ich habe den jetzt schon, ich glaube, ein Jahr lang und ungefähr so lange lag der auch unbenutzt rum. Also ich hatte mal eine Phase, da habe ich den häufiger benutzt und dann, naja, hat er angefangen zu verstauben und damit er nicht komplett verstaubt, habe ich ihn jetzt ausgepackt und in diesem Monat häufig benutzt, weil, naja, damit er nicht verstaubt. Erst einmal, ich würde ihn nur denjenigen von euch empfehlen, die normale bis eher ölige Haut haben. Ich glaube, wenn ihr trockene Haut habt, dann ist das Zeug zu pudrig für euch. Und die zweite kleine Einschränkung, er geht relativ schnell leer. Also er ist nicht ganz so ergiebig wie flüssige Foundations. Ich habe ihn jetzt halt diesen Monat benutzt und es ist schon ein gutes Stück davon so weg. Halt. Aber dafür ist er extrem unkompliziert aufzutragen. Also ich trage ihn einfach so gerne mit diesem Stift halt ins Gesicht auf. Das ist richtig cool. Als würde man sich mit so einem nudefarbenen Lippenstift das Gesicht bepinseln. Das macht irgendwie Spaß. Und dann habe ich ihn entweder mit meinen Fingern verteilt oder ich habe ihn mit dem nächsten Top, das ich sehr, sehr gerne benutzt habe, aufgetragen. Das ist ein Pinsel. Ja, ich habe mal einen Foundation-Pinsel benutzt. Ich habe als Kind schon irgendwie gerne mit Fingerfarben gespielt und das ist bis heute so geblieben. Ich schminke mich auch gerne mit meinen Fingern. Das ist irgendwie sowas Ähnliches, finde ich. Aber ich habe irgendwann Mitte des Monats von Rebecca Flöter, falls ihr sie kennt, diese Pinsel hier geschenkt bekommen und noch ein paar mehr. Aber das sind die, die ich am liebsten mag, von denen, die sie mir geschenkt hat. Und zwar sind das ihre eigenen Pinsel und gerade den Foundation-Pinsel finde ich so gut. Ich bin wirklich bekehrt zu Foundation-Pinseln. Also ich glaube, solche Buffer-Pinsel sind eigentlich eher für flüssige Foundations gedacht. Aber ich bin damit super gut auch mit dem Foundation-Stick so zurechtgekommen. Ich muss danach nicht nochmal mit den Fingern nachhelfen und habe irgendwie das Gefühl, es sieht alles schlecht verteilt aus, sondern er arbeitet das richtig schön in die Haut ein. Der zweite Pinsel, den ich sehr gerne von ihr benutzt habe, das ist der Be Concealed-Pinsel. Das ist wie so ein großer Blender und ich habe, glaube ich, wirklich noch nie für einen Concealer einen Pinsel benutzt. Zumindest nicht unter den Augen, aber es klappt echt erstaunlich gut. Und die Preise sind so ungefähr wie bei Zoeva. Also ich linke euch auf jeden Fall nochmal, wo ihr die Pinsel herbekommt, falls ihr Interesse dran habt. Ich finde sie nämlich wirklich, wirklich gut. Und nein, ich sage das nicht nur, weil ich Rebecca mag. Ich finde die Pinsel wirklich einfach gut. Nächster Favorit für mich in diesem Monat war die Creme hier von Balea, die Tagescreme aus der Nature-Serie. Riecht toll, spendet toll Feuchtigkeit. Ich habe sie tags und nachts über benutzt, obwohl es eine Nachtcreme-Variante gibt, aber ich bin irgendwie noch nicht dazu gekommen, mir die zu kaufen, aber ich werde sie jetzt definitiv tun. Ich finde die einfach so schön. Die bereitet die Haut, finde ich, sehr, sehr gut morgens auf Make-up vor. Also sie bildet irgendwie eine schöne Grundlage. Blonder Moment, sorry, ich weiß nicht, was diese Pause sollte. Hier ein Furz. Natürlich nichts gegen blonde Menschen. Wirklich nicht. Das nächste Teil kommt von MAC und das ist einer von diesen berühmten Paint Pots. Ich habe die jetzt in zwei Farben, in Rubenesque und in dieser Farbe hier, das ist Painterly. Also das ist keine spektakuläre Farbe, es ist einfach nur so ein Nude-Ton.
der, glaube ich, sehr gut zu so relativ hellhäutigen Menschen, wie ich es halt bin, passt. Langsam fange ich auch an zu verstehen, weshalb sich die, sagen wir, 13 Euro mehr lohnen oder sogar noch mehr. Ich gucke gleich nach. Die man dafür ausgibt im Vergleich jetzt zu, wenn man sich diese Maybelline Color Tattoos kauft. Die von MAC sind irgendwie viel flüssiger und auch so meine Rubenesque Farbe, die ich davon habe, die habe ich jetzt schon so lange und die Konsistenz hat sich gar nicht verändert. Und dagegen ist das bei diesen Maybelline Color Tattoos so, dass die doch nach einiger Zeit anfangen so einzutrocknen und dann lassen sie sich nicht mehr so leicht verblenden. Ich würde diese Paintpots nicht unbedingt alleine tragen, also zumindest nicht die zwei Farben, die ich habe. Ich benutze die wirklich nur als Base, aber sie gleichen halt irgendwie die Lider so ein bisschen aus und bringen halt die Farbe, die man da drüber aufträgt, so richtig nochmal so stärker zum Vorschein. Noch eine Sache, die ich sehr empfehlen kann, und das ist von Maybelline, ein Lippenstift. Ich habe sehr viele Lippenstifte von Maybelline, die ich gerne mag. Also ich finde diese Color Sensationals echt gut, qualitativ. Ich finde, die sind manchmal zu glitzerig, aber das ist eher so eine semi-matte Farbe. Die übrigens nebenbei bemerkt, eigentlich absolut nicht in diese Jahreszeit passt, aber ganz ehrlich, wen interessiert's? Das ist die Farbe 910 Shocking Coral. Der Hype ist eigentlich schon längst vorbei. Das war eine Farbe, über die alle im Sommer geredet haben und irgendwie bin ich nicht dazu gekommen, mir die zu kaufen. Also trage ich sie jetzt gerne. Und wieso nicht? Das ist so ein Lippenstift, den man aufträgt und bam, der verändert so euer gesamtes Make-up und Gesicht und bringt wieder alles so ein bisschen zum Strahlen. Also es ist echt eine schöne, fröhliche Farbe. Gerade an so Regentagen tut das irgendwie gut, psychologisch, wenn man mal was anderes sieht als grau, grau und nass und kalt und ja. Okay, da dieses Video ja Tops und Flops heißt, ich habe hier auch zwei Produkte, die ich leider nicht so gerne benutzt habe. Und die eine Sache, die ist kaum gebraucht. Ich habe ihn nämlich wirklich gerade mal zweimal benutzt und dann auf den Friedhof der, ich werde sie niemals mehr verwenden, Kosmetikartikel gelegt. Das ist der Zwei-Phasen-Make-up-Entferner von Alverde. Ich habe den euch in irgendeinem Haul gezeigt. Es war höchstwahrscheinlich ein DM-Haul. Ich hatte dann schon ein bisschen Angst, den zu benutzen, weil mir sehr, sehr viele Leute unter das Video geschrieben haben, dass die Sache hier nicht so gut verträglich wäre. Und so war es auch bei mir. Ich habe ihn überhaupt nicht vertragen. Also ich habe wirklich das Wattepad so an mein Augenlid gelegt und es hat so angefangen zu brennen. Es ist wahrscheinlich irgendein Inhaltsstoff, den scheinbar nicht nur ich nicht vertrage. Deswegen, bevor ihr den euch kauft, überlegt es euch gut. Vor allem, wenn ihr eh wisst, dass ihr sensible Augen habt. Bei mir ist das nämlich schon einige Male bei anderen Augen-Make-up-Entfernern passiert. Und die zweite Sache, die ich leider auch nicht ganz so toll fand, das ist dieser Manhattan Lips to Last. Das Problem, das ich damit hatte, war, dass ich diese Farbe nach so ein paar Minuten, also sagen wir so nach 30 Minuten, so ein bisschen in mein Trockenheitsfältchen auf den Lippen abgesetzt hat und meine Lippen sind jetzt nicht besonders trocken. Also ich habe normalerweise nicht so das Problem. Die Farbe fand ich zwar ganz nett und so und das Gloss auch, aber leider hat er sich halt so unschön abgesetzt. Deswegen würde ich den jetzt nicht nochmal empfehlen. Und das war's mit den Kosmetikartikeln. Wow, das hat, wenn es ungeschnitten ist, wahrscheinlich eine halbe Stunde gedauert. Ich habe mich so häufig versprochen, ihr habt ja keine Ahnung. Das ist alles rausgeschnitten, aber wartet bis zu den Outtakes. Ich habe euch letzten Monat, ich glaube zum ersten Mal, so meine Fashion-Favoriten gezeigt. Nicht, dass ich so der Fashion-Blogger-Typ wäre. Ich habe nämlich eigentlich keine Ahnung. Aber ich weiß eine Sache, nämlich, dass ich diesen Schal hier sehr, 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 sehr gerne benutzt habe. So sieht der von der anderen Seite aus. Ich habe den für 6, glaube ich, Euro bei Primark gekauft. Und in diesem Monat so von 20 Tagen 30 Mal... Nee, von 30 Tagen 20 Mal oder so bestimmt getragen. Sehr, sehr viele Fotos damit auf Instagram gepostet. Hier ist hellbraun drin und so ein etwas dunklerer Braunton und auch noch schwarz. Und deswegen passt er sich einfach sehr gut auch so den Schuhen an, die man trägt. So erkläre ich mir das zumindest. Ich habe nämlich echt das Gefühl, der passt so zu ziemlich allem. Und ich mag ihn. Und die zweite Sache, die ich sehr, 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 sehr gerne getragen habe, und zwar vor allem zu Hause, das ist diese Weste hier. Und ihr könnt euch die eigentlich vorstellen wie eine zum Leben erweckte Kuschelsocke. Also nicht wirklich zum Leben erweckte. Ist ja nicht so, als würde das Ding leben. Also eigentlich nur eine Kuschelsocke in Wespenform.
Ich bin ein Mensch, dem sehr, sehr schnell kalt wird, obwohl die Heizungen an sind. Und ich liebe es, überall Decken und Kissen und alles um mich herum zu haben. Und das Ding ist praktisch wie Decke und Kissen in einem. Und zwar in einer sehr, sehr fluffigen Ausgabe und sehr, sehr warm und kuschelig. Und ich habe ich gesagt, wo ich die herbekommen habe? Ich habe die bei C&A gekauft. Die hat 12 € gekostet, aber ich glaube, sowas gibt es im Moment überall. Was diese Weste absolut perfekt gemacht hätte, wären so kleine Öhrchen gewesen. Ich finde das so süß. Ein Food Favorite. Das sind diese Fruity-Riegel von Schwartau, habe ich auch letztens bei DM gekauft. Und das ist jetzt Blaubeere. Ich finde aber die rote Variante viel besser. Ich weiß nicht mehr, was für Früchte da drin waren, ob Kirschen oder Cranberries, aber es waren auf jeden Fall gute Riegel. Und irgendwer hat mir dann in den Kommentaren geschrieben, die schmecken so, wie Hubba Bubba Kirsche riecht. Und als ich dann das nächste Mal so einen Riegel gegessen habe, dachte ich mir nur, oh mein Gott, das stimmt wirklich. Das sind einfach so Oblaten-Dinger mit einer Fruchtfüllung dazwischen. Und ich esse sie im Moment ganz gerne. YouTuber des Monats ist für mich Patricia Page. Schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. Ich habe sie Anfang des Monats kennengelernt und sie ist für mich so die Anna Zicconi Deutschlands. Also sie hat ihren eigenen Vlog-Kanal mit ihrer Familie und sie hat eine wirklich, wirklich, wirklich süße Familie. Traum, sag ich nur. Und sie hat außerdem auch noch einen Beauty-Kanal. Also ich linke euch einfach beide Links unten in der Infobox. Ich linke euch beide Links. Schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei und sagt Hallo. Wir sehen uns bald wieder. Und zwar am Samstag schon. Ihr habt ja vielleicht schon von dieser Adventskalender-Geschichte gehört und ich bin am Samstag dran. Also einen Tag früher als sonst. So, macht es gut. Ciao. Foundation habe ich versucht aufzutragen mit dem Maybelline Make-up Buffer. Aua, ich habe was im Auge. Nächster Favorit in diesem Monat war für mich die Balea Nature Cream. Nee, Creme, wieso denn nicht das Cream? So ein Schwachsinn. Das ist wie wenn man erst einen weißen Nagellack als Base und die eine Sache, die ist kaum gebraucht. Wenn ich Kopfschmerztabletten in einem Video erwähne, Kopf tut nämlich den ganzen Monat lang schon weh. Das klingt sehr dramatisch, aber das ist wirklich so.